Jetzt wollen wir genau wissen, was evangelische Religion ist. Dazu befragen wir jetzt einen Pfarrer. So. Ich habe schon mal ein bisschen rumprobiert. Wir befinden uns hier in der evangelischen Kirche von Bürstadt und werden gleich Herrn Pfarrer Jürten interviewen. Ich heiße Friedolf Jürten und ich bin Pfarrer hier in Bürstadt seit langer Zeit. Ein schöner Beruf, weil man sehr viel Abwechslung hat. Man hat mit netten Leuten zu tun, in den verschiedensten Situationen. Mal geht es den Leuten gut und dann darf man Anteil dran haben. Heute feiert jemand Geburtstag, wird 90 Jahre alt. Da gehe ich hin zum Gratulieren und da hat man halt Anteil an der Freude der ganzen Familie. Und das andere Extrem ist, wenn jemand gestorben ist, dann hat man Anteil an der Trauer und begleitet die Leute. Und das ist die wichtigste Aufgabe, Menschen zu begleiten. Was bedeutet denn evangelisch sein? Das evangelisch sein bedeutet, dass man in seinem Glauben die Wahrheit, also das Empfinden dafür und das Wissen darum, was für einen selbst verbindlich ist, nicht von oben herab von einer Institution gesagt bekommt, sondern vor Ort in der Gemeinde, das heißt in Gemeinschaft mit den anderen, die mit einem auf dem Weg sind, mit den anderen Gläubigen, das versucht herauszufinden, indem man miteinander sich über Bibeltexte unterhält und da im Gespräch bleibt. Und so nähert man sich dem, was für einen wichtig und verbindlich ist. Das ist typisch für die evangelische Kirche, aber es ist sehr anstrengend. Weshalb also viele auch in der evangelischen Kirche immer wieder sagen, wo ist denn derjenige, der uns nun, also ein Bischof zum Beispiel, der uns nun klipp und klar sagt, was richtig und was falsch ist. Diesen Service gibt es in der evangelischen Kirche nicht. Wenn du jetzt also mich fragtest als Pfarrer, was ist richtig, was ist falsch, dann müsste ich antworten, da reden wir drüber. Und dann würdest du jetzt irgendein Problem schildern, du stehst vor einer Entscheidung, dich wieder mit jemandem zu vertragen oder nicht, ja, dann würden wir uns darüber unterhalten und dann würden wir am Ende sagen, ja, vielleicht gibt es irgendeine schöne biblische Geschichte, die uns eine Antwort auf das Problem gibt. Und dann finden wir so eine Geschichte, wo Jesus von den Jüngern gefragt wird, wie oft muss ich verzeihen? Siebenmal, das war so eine besondere Zahl, sieben ist so die Zahl der Vollkommenheit, so der ganzen Woche, ne? Erinnert an die Schöpfung. Und dann will man noch einen draufgeben und sagt, siebenmal, also 49 Mal verzeihen. Das könnte genug sein. Wir sagen ja oft nur dreimal, ne? Drei Chancen kriegst du. Also die Jünger sprachen von siebenmal verzeihen und Jesus macht mit seiner Antwort deutlich, immer wieder neu verzeihen, immer wieder neu eine Chance geben. Und schon hättest du selbst herausgefunden im Gespräch, wo ich als Pfarrer deine Hilfe bin, aber nicht der die Befehle gibt, sondern du hast deine Verantwortung. Und du kannst die Bibel auch selber lesen. Und dann suchst du nach deiner Antwort, wichtig aber auch im Gespräch, dass man also auch nicht im eigenen immer sich befindet, sondern auch das, was man entdeckt hat, mit anderen bespricht. Wie gesagt, das ist nicht so einfach. Man muss sie auf den Weg machen, man muss das Gespräch suchen mit anderen. Ja, aber das bedeutet für mich an allererster Stelle evangelisch sein. Ich will damit nicht sagen, dass die katholischen Christen nicht in der Bibel lesen und nicht fragen, was ist aufgrund der Bibel richtig oder falsch. Aber es gibt die Autorität des Bischofs und die muss man in der katholischen Kirche
respektieren. Und wenn der Bischof zu einer bestimmten Meinung kommt, weil er die Bibel so oder so verstanden hat, oder gar der Papst, und es kommt dann zu einem verbindlichen Ausspruch, zu einer verbindlichen Deutung einer Bibelstelle, dann muss der katholische Christ sagen, das ist auch für mich verbindlich. Und der evangelische hat immer noch dann die Möglichkeit zu sagen, nein, für mich nicht, ich bespreche das in meiner Gemeinde. Es gibt so viele Facetten von evangelischen Gemeinden, übrigens auch katholischen Gemeinden, dass man ansonsten kaum sagen kann, das ist typisch evangelisch, das ist typisch katholisch. Es gibt alles bei uns, auch selbst die Beichte. Das, was wir nicht haben, ist der Papst. Warum haben Sie sich für diese Religion entschieden? Weil Sie so viele Freiheiten haben? Da muss ich ganz ehrlich antworten. Mir geht es da wie vielen anderen Menschen in Deutschland auch. Ich bin in diese Kirche hineingeboren. Das heißt, meine Eltern haben mich in diese Kirche geschickt. Ich gehöre nicht zu denen, die als Baby getauft wurden. Aber ich wurde dann in den Kindergottesdienst geschickt und ich wurde dann Konfirmand. Und während der Konfirmation wurde ich getauft, also kurz vor der Konfirmation. Und und so habe ich mich an diese Kirche gewöhnt. Sie hat mir gefallen. Und dann sah ich zunächst mal aufgrund von Gewohnheit, weil ich mich daran gewöhnt hatte, gar keine Veranlassung und ich fühlte mich wohl, diese Kirche zu wechseln. Und dann habe ich mich in der Kirche engagiert, ich habe Jugendgruppen geleitet und das war alles sehr angenehm und sehr schön. Und dann später, als ich älter wurde, habe ich dann auch verstanden, was der Begriff Freiheit bedeutet in einer Kirche. Und die Freiheit geht angenehm weit. Das heißt, wir können auch eine sehr einladende Kirche sein. Ein Beispiel, wenn wir Abendmahl feiern und es sitzt da ein Mensch, der das Bedürfnis hat, mitzufeiern, Brot und Wein zu empfangen, dann habe ich das Recht, jeden einzuladen. Ich muss nicht fragen, gehörst du zu der Gemeinde, bevor der jetzt Brot und Wein bekommt beim Abendmahl, sondern er ist eingeladen und er entscheidet vor seinem Gewissen, ob er nach vorne kommt und Brot und Wein empfängt. Diese Freiheit hat der katholische Pfarrer leider nicht. Wenn er weiß, dass jemand, der zum Abendmahl kommt, nicht katholisch ist, darf er ihm streng genommen auch nicht in dem Fall die Hostie geben. Und das ist eine eingeschränkte Freiheit. Und ich kann also meine Freiheit stärker nutzen, um auch einzuladen. Und wenn man die nicht hat, muss man auch manchmal Abstand halten oder ausgrenzen. Und das ist sehr angenehm, dass ich das nicht muss. Aber jede Freiheit hat dann wieder einen Preis. Ich muss viel öfters entscheiden und die Entscheidung hängt an mir. Und ich kann nicht sagen, ich lasse meinen Bischof entscheiden. Also da muss ich dann selber durch. Und das ist manchmal kompliziert, weil dann Leute auch von mir Entscheidungen erwarten, positive, denen ich aber nicht folgen kann. Also wenn jemand Pate werden will und gehört nicht zu unserer Gemeinde, dann kann ich sagen, dieser Mensch kann Lieblingsonkel oder Lieblingstante der Familie sein, aber nicht Pate sein. Dazu muss man in der Kirche drin sein, weil der Pate ist der Verbindungsmensch zwischen Kirche und Familie. Und jemand, der zur Kirche nicht dazugehört, der kann eben dann auch nicht dieser Verbindungsmensch sein, die Brücke sein zwischen Familie und Kirche. Und da muss ich Nein sagen. Und das muss ich dann, und ich muss dann den Ärger aushalten, den ich mit meinem Nein erzeuge. Ja, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt katholischer Pfarrer, dann hätte ich es einfacher, könnte ich sagen, ja, der Bischof sagt nein. Und dann kriegt der Bischof den Ärger ab. So kriege ich den Ärger ab. Ja. Was ist denn Ihrer Meinung nach Gott? Könnte man das beschreiben, wie man es überhaupt beschreiben kann? Ich find es schön, schon, du hast im Grunde genommen den Ansatz der Antwort in deiner Frage, Gott ist unfassbar. Und ich finde die jüdische Tradition schön, dass sie sagen, wir sprechen den Namen Gottes gar nicht aus, weil alles, wofür ich einen Namen habe, habe ich in der Hand. Ja, kann ich beeinflussen. Wenn ich deinen Namen nicht weiß und du gehst auf der Straße, da kann ich Hallo rufen.
und du wirst nicht reagieren, wenn du gut erzogen bist. Man lässt sich nicht einfach mit Hallo ansprechen. Wenn ich aber deinen Namen weiß und rufe dich bei deinem Namen, bleibst du unweigerlich stehen. Also habe ich ein Stückchen Macht über dich, weil ich deinen Namen weiß. Und deshalb sagen die Juden, wir haben keine Macht über Gott, er ist für uns unfassbar. Also nennen wir ihn auch nicht beim Namen. Yahweh, ich bin, der ich bin oder ich bin, der ich sein werde, also das Ich Bin, ist ja so die Vorstellung von dem Namen Gottes, das könnte der Name Gottes sein. Die Moslem haben eine andere Lösung für das Problem, dass man Gott eigentlich beim Namen nicht nennen kann. Sie geben ihm schöne Beinamen und ganz viele. Ich bin jetzt unsicher, ob es 99 sind oder ich meine. Und der 100. Der wird auch nicht angetastet. Und die anderen sind alles sehr schöne Beinamen. Nie ein Name, der alles umfasst. Und für mich ist Gott unfassbar und dennoch eine Wirklichkeit. Also etwas, was in mein Leben hinein wirkt, hat Wirkung. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott ja einen Geist hat, der Menschen beseelen kann. Und deshalb ist es für mich auch nichts Besonderes und etwas, was mich stört, wenn andere Menschen sagen, wir sind fasziniert vom Dalai Lama, wir sind fasziniert von Buddha, wir sind fasziniert von Mohammed. Warum soll nicht Gott seinen Geist auch diesen Menschen mitgeteilt haben? Und meine Überzeugung ist, dass dieser Jesus in ganz besonderer Weise den Geist Gottes mitbekommen hat. Und zwar so sehr, dass Jesus keinen Unterschied mehr machte zwischen sich selbst und Gott. Und ich somit die Möglichkeit habe, wenn ich nach Gott frage, schaue ich mir diesen Menschen Jesus an und sage, aha, das Wesen, das er hatte, das ist zumindest das Wesen, was Gott sich wünscht für uns Menschen. Und da habe ich dann so eine Vorstellung zumindest von dem, was Gott gut findet. Mehr Vorstellung kann ich nicht haben. Und man nennt das dann auch Gottvertrauen. Man fragt dann auch nicht weiter und sagt, ja, der wird schon wirken. Und ich denke sowieso, dass die Menschen sich viel zu viel Gedanken darüber machen, was Gott tun sollte oder nicht tun sollte. Also wenn es einen Gott gibt, dann wird er schon viele Dinge tun, die wichtig sind. Und bis hin zu der Frage, ob man an Gott glauben kann oder nicht. Also wenn es einen Gott gibt, wird er dafür sorgen, dass ich an ihn glauben kann. Und wenn ich das mein Leben lang nicht schaffe, wenn ich nie an den Punkt komme, dann muss ich mir keinen Vorwurf machen, sondern kann ich Gott einen Vorwurf machen und sagen, ja, warum hast du mir mein Leben lang keinen Glauben geschenkt? Warum hast du mich nie in die Situation gebracht, dass ich an dich glauben konnte? Also Gottvertrauen leben und dann abwarten. Machen Physiker ja auch in der Quantentheorie. Sie nehmen was an, also Gott annehmen als wirklich und dann das Leben als Experiment leben mit Gott. Und irgendwann wird man vielleicht erfahren, ob das Experiment gelungen ist oder nicht. Was ist denn Beten? Ja, das ist eine schöne Frage und eine der einfachsten und kompliziertesten zugleich. Ich habe ja eben schon gesagt, also wenn es Gott gibt, dann kann er ja mehr, als wir es uns vorstellen. Und der Meinung war Jesus auch. Er wurde von seinen Jüngern gefragt, ja, was ist Beten, wie sollen wir beten? Und ich finde also die Antworten, die Jesus immer so gab, sehr sympathisch. Also dadurch die guten Antworten wird er mir dann auch sympathisch als Person. Also Jesus sagte,
eigentlich weiß ja Gott schon, was ihr sagen wollt. Sonst wäre er ja nicht Gott. Aber wenn es euch hilft zu beten, ja, zur Beruhigung, zum Trost und um vielleicht auch deutlicher sich gedanklich auf Gott auszurichten, dann empfehle ich euch ein Gebet. Und das war das Vaterunser. Und das ist also für Jesus das Gebet überhaupt, das Standardgebet, könnte man sagen, für alle Leute, die sich fragen, wie soll ich beten? Was soll ich machen? Und auch hier gibt es wieder schöne Beispiele aus dem Alltag frommer Juden. Die tragen doch immer diese Kappe auf dem Kopf, die Kappa. Das ist die Gebetskappe. Und die tragen die auf dem Kopf, weil sie sagen, ich weiß ja nicht, wann ich beten werde. Kann ja sein in den nächsten Sekunden. Und deshalb trage ich vorsichtshalber den ganzen Tag die Gebetskappe. Also wenn jetzt jemand durch die Straße geht und wird beinahe vom Auto überfahren und ist dankbar, dass es nicht passiert ist, sagt jemand, oh Gott. Wenn er es ernst meint, hat er in dem Augenblick schon gebetet. Denn das Oh Gott heißt, oh Gott, ich danke dir, dass das Auto mich eben gerade nicht überfahren hat. Also so viel zum Beten, aber das ist eine ganz lange Geschichte. Und das Beste ist, immer auch mit Leuten darüber ins Gespräch zu kommen, dass man sie fragt, wo hat dir das Kraft gegeben, das Gebet, wo hat es dich glücklich gemacht und so weiter. Wie wichtig ist denn Weihnachten für die Religion? Das ist auch eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich fange andersrum an. Schon immer war Ostern wesentlich wichtiger als Weihnachten für die Christen. Und Weihnachten wird eben die Menschlichkeit Gottes gefeiert. Wie ich eben sagte, für all die Menschen, die... Es gibt ja viele Möglichkeiten, Gott nahe zu kommen oder Versuche. Es gibt auch sehr seltsame Versuche, dass Menschen selber nach etwas Höherem streben und denken, Gott wäre so der allmächtige Tyrann, unerreichbar, der macht, was er will. Und so gibt es dann Menschen, die streben danach zu werden wie Gott. Und solche Menschen gibt es ja genug auf der Erde, ganz schlimm, wenn sie politische Verantwortung tragen, solche Menschen. Das ist dann immer etwas sehr Schlimmes. Und das, was göttlich ist, die Frage, was göttlich ist, wurde durch die Geburt Jesu beantwortet. Das Göttliche ist das wahrhaft Menschliche. Und wer jetzt nach Höherem strebt, also wer jetzt so sein will wie Gott, der soll so sein wie Jesus, der Mensch geworden ist. Und Jesus hat sein Schicksal geteilt mit allen Menschen. Und damit wird diese Richtung umgekehrt. Die Leute streben was nach Höherem und wollen über den Menschen stehen, weil sie denken, Gott steht über den Menschen. Und Weihnachten sagt ihnen, nee, komm wieder zurück auf die Erde, so wie Gott Mensch wurde, werd du auch erstmal Mensch und sei mit den Menschen und sei nicht über den Menschen. Und das ist für mich eine sehr wichtige Botschaft der Weihnachtszeit. Und das ist für mich der Grund, weshalb ich Weihnachten schön finde. Und ich erlebe auch in der Weihnachtszeit, dass Leute diese Botschaft ja nicht nur hören, sondern auch spüren und sogar im Herz bewegen, dass sie sagen, ja Mensch, stimmt ja. Ich sollte mal wieder meine Freunde anrufen. Ich habe mich an so vielen Stellen über jemanden gesprochen, statt mit ihm zu sprechen. Ja, dieses Über ist dank Weihnachten gestrichen worden. Es heißt mit. Und das ist sehr schön. Um Weihnachten herum hat sich natürlich auch eine Menge unnützer Kram angesammelt. Und bis hin zu so schrägen Werbeformulierungen wie, was war das, Weihnachten findet unter dem Baum statt vom Mediamarkt. Nicht der Rede wert, aber so ein seltsamer Werbeslogan für Weihnachten oder für Weihnachtsgeschäfte zeigt, wie stark große Kreise vom Weihnachten und der wahren Botschaft abgedriftet sind.
Und viele verstehen Weihnachten nicht mehr oder haben es umgeschrieben oder umdefiniert für sich in einen Sonderurlaub oder ein Familienfest oder sonst was. Viele sagen auch nicht mehr Weihnachten, sondern wünschen dir ein frohes Fest. Das ist etwas Unverbindlicheres, ne? Frohes Fest. Das kann auch irgendein anderes Fest sein. Was würden Sie den Menschen für die Zukunft wünschen? An allererster Stelle Versöhnung. Also, und zwar auf allen Ebenen. Es ist traurig, es ist eine Erbärmlichkeit der Unversöhnlichkeit. Es ist traurig zu sehen, wie selbst Geschwister sich nicht mehr angucken. Jahrzehntelang sich nicht mehr angucken. Und selbst wenn dann die Eltern der Geschwister sterben, dann denke ich manchmal, wenn ich die Beerdigung habe, dass anlässlich der Beerdigung von Vater oder Mutter die Geschwister sich jetzt versöhnen und sagen, jetzt müssen wir unseren Streit beilegen. Wir haben ja jetzt nur noch uns, ja, wenn beide Eltern gestorben sind. Aber auf diesen Gedanken kommen sie nicht. Ihnen ist die Fortführung des Streites wichtiger als die Gemeinschaft als Geschwister. Und das geht dann durch alle Ebenen. Es geht um das Thema Mobbing in Büros. Es geht um den Krach und Schlägereien an Schulen. Und wohin man schaut, eine gewisse Unversöhnlichkeit. Nicht nur Unfrieden. Es gibt nicht permanenten Frieden. Das geht nicht. Aber gerade weil es keinen Frieden gibt für immer, wäre vielleicht sogar langweilig, ab und zu gibt es halt Streit, aber wo es Streit gibt, muss es auch Versöhnung geben. Und an der Versöhnung fehlt es und das wünsche ich mir von Herzen, auch jetzt in der Politik, wenn jetzt 7000 Menschen in Libyen gestorben sind, damit das Land frei wird und ich jetzt höre, dass die verschiedenen Sippen und Clans wieder kurz davor stehen, sich zu bekämpfen, weil man das Öl verteilen muss, die Gewinne aus dem Ölverkauf verteilen will und verteilen muss, dann graut mir davor. Oder wenn ich in Ägypten sehe, nach einer gelungenen Revolution, dass jetzt wieder der Begriff Versöhnung scheinbar ein unbekanntes Wort ist. Und die sind nicht in der Lage, versöhnlich nach vorne zu schauen. Oder der Streit jetzt zwischen Frankreich und Türkei, wer einen Völkermord begangen hat. Wir alle europäischen Völker haben in der Vergangenheit vollendete oder unvollendete Völkermord begangen. Und da muss Versöhnung stattfinden. Und wenn Teil der Versöhnung auch eine Entschuldigung ist, also wenn die Türken sich bei den Armeniern entschuldigen müssten, um Versöhnung herstellen zu können. Warum nicht? Wo ist da das Problem? Ja? Wir haben in Namibia vor über 100 Jahren auch Schlimmes getan. Das deutsche Militär und eine offizielle Entschuldigung wurde noch nicht ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob die Franzosen in Algerien eine offizielle Entschuldigung ausgesprochen haben. Die Engländer müssen noch offizielle Entschuldigungen aussprechen für Dinge, die schrecklich waren, aber weit zurückliegen. Und anstatt sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, sollte man einfach mal den Weg der Versöhnung gehen. Und das ist ein Traum und den hege ich und den frische ich immer wieder auf. Das war ein sehr schönes Interview und wir haben uns sehr gefreut, mit Ihnen dieses Gespräch geführt zu haben. Danke, habe ich gern gemacht. Tschüss.